Schreiben das Jahr 1954. Was eigentlich nur ein harmloser Schulausflug werden sollte, kostet 10 Schüler und 3 Lehrer das Leben. Was genau passierte und wie es dazu kam, erkläre ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Im April 1954 verbrachte eine ca. 40-köpfige Gruppe der Knabenmittelschule Heilbronn ihre Ferien zusammen mit ihren Lehrern in Obertraun in Österreich. Eine Reise ins Ausland war für die Jugendlichen damals das Höchste. Die meisten von ihnen hatten sich in ihrem Leben nicht mehr als 20 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Dort waren viele sportliche Aktivitäten geplant, unter anderem auch mehrere Bergwanderungen. Die Wanderung auf den Krippstein sollte der Höhepunkt des Ausflugs werden. Oberlehrer Hans-Georg Seiler wählte nur die Besten der Besten aus, um ihn bei der Tour zu begleiten. Diese hatten sich bereits auf der Tour am Vortag bewiesen. Dass die Jugendlichen ihm damit in den sicheren Tod folgen würden, ahnte damals noch niemand. Am Morgen des 15. Aprils begann die Gruppe um 6 Uhr morgens ihren Aufstieg. Mit dabei waren 10 ausgewählte Schüler und 4 Erwachsene. Auch wenn das Wetter am Morgen noch gut aussah, wurden sie von dem Heimleiter ihrer Pension mehrfach gewarnt. Das Wetter würde sich im Laufe des Tages rapide ändern. Hans-Georg Seiler ignorierte die Warnung. Nicht zum einzigen Mal an diesem Tag. Am Anfang ging der Aufstieg noch recht leicht. Später wurde eine Kamera gefunden, die die Schüler froh und munter beim Klimmen des Bergs zeigte. Um etwa 9:30 erreichte die Gruppe die Schönbergalm, während das Wetter sich immer weiter verschlechterte. Die Wirtin servierte ihnen Tee, doch als sie ihr fuhr, dass Seiler den Aufstieg fortsetzen wollte, riet sie ihm dringlichst davon ab, er würde die Jugendlichen nur an den Tod führen. Nur eine der erwachsenen Begleiterinnen hörte auf die Warnungen und kehrte um. Sie war die einzige, die überleben sollte. Nur wenige hundert Meter entfernt wurde damals eine Seilbahn gebaut. Beim weiteren Aufstieg begegneten sie 2 Arbeitern, die wegen des schlechten Wetters auf dem Weg zurück zur Schönbergalm waren. Auch sie warnten die Gruppe abermals. Doch auch diese Warnung ignorierte Seiler. Die beiden Arbeiter waren die letzten, die die Heilbronner lebend gesehen hatten. Die Schüler folgten ihrem Lehrer wie Lemminge in den Tod. Die Zeit des Nationalsozialismus war noch nicht lange her. Und das Denken, man müsse seine Stärke beweisen, war noch nicht aus allen Köpfen verschwunden. Es war ja auch eine Ehre, dass der Lehrer genau sie ausgewählt hatte, als die stärksten und besten Bergsteiger der Reisegruppe. Sie mussten also beweisen, dass sie echte Männer waren. Am Nachmittag zog ein schwerer Schneesturm auf. Was ab hier mit den 10 Schülern und ihren 3 Lehrern passierte, ist unbekannt. Sicher ist nur, dass sie abends nicht, wie geplant, in ihre Unterkunft zurückkehrten. Noch in derselben Nacht wurde eine Suchaktion begonnen, die jedoch vergeblich war, da der Schneesturm andauerte. Erst am Dienstag nach Ostern wurden erste Hinweise gefunden. Ein Brotbeutel und ein Teil einer Zeitung. Einen Tag später fand man ein verschneites Lager. Hier hätte die Gruppe, wenn sie mit den richtigen Klamotten ausgestattet gewesen wären, überlebt. Doch das Lager war leer. In Todesangst und mit letzter Kraft hatten die Jugendlichen versucht, sich durch den 3 Meter tiefen Schnee zurück zur Schönbergalm zu kämpfen. Doch es war vergeblich. Am 24. April, als der Schnee zu schmelzen begann, fand man die ersten Leichen. Der 14-jährige Kurt Seitz war der erste, der gefunden wurde. Sein Gesicht war verzerrt vom Todeskampf und in seinen Händen hielt er immer noch den Fotoapparat. Dieser zeigte schreckliche Bilder. Selbst im tiefsten Schneesturm zog die Gruppe bergaufwärts, anstatt zu versuchen, zu einem zurückzukehren. Erst als es bereits zu spät war, versuchten sie umzukehren. Sie hatten ihren eigenen Todesmarsch fotografiert. Erst nach 6 Wochen wurde die letzte Leiche gefunden. Manche hatten es weiter als andere geschafft. Als letztes wurde der Führer der Gruppe, Hans-Georg Seiler, zusammen mit dem jüngsten Schüler, Rolf Mössner, gefunden. Sie hatten bis zuletzt versucht, den Berg zu erklimmen. An die Opfer erinnert heute ein schlichtes Holzkreuz und eine Kapelle, die den Opfern gewidmet ist. Für viele Angehörige ist bis heute der Lehrer, Hans-Georg Seiler, der Hauptschuldige an der Tragödie.
Er hatte die Jugendlichen trotz mehrfachen Warnungen weiter dazu angetrieben, den Berg zu besteigen. Statt sie zu echten Männern zu machen, führte er sie nur in den eisigen Tod. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.